Wenn Sie sich der Veränderung widersetzen, widersetzen Sie sich dem Leben. Das Zeichen für Intelligenz ist, dass man sich ständig fragt. Idioten sind immer todsicher in jeder verdammten Sache, die sie in ihrem Leben machen. Welches Essen du isst, wie viel du davon isst, wie du es isst, es von einem Zwang zu einem bewussten Prozess zu verwandeln, das ist die Essenz des Fastens. Was du die Erschaffung nennst, ist nur Energie. Alles ist im Grunde dieselbe Energie. Jede Freude und Ruhe, die du in deinem Leben so schätzt, ist so fragil, da du sie von deiner äußeren Situation abhängig machst. Deswegen versuchen die meisten von uns, eine perfekte äußere Situation zu erschaffen, was schlichtweg unmöglich ist. Kein lebender Mensch war jemals dazu in der Lage, eine perfekte äußere Situation zu erschaffen, weil wir unsere Umwelt nicht zu 100% kontrollieren können, egal wie bewusst jemand ist. Yoga zum Beispiel fokussiert sich auf die innere Welt. Wenn du deine perfekte innere Welt erschaffst, dann ist es egal, was mit deiner Umwelt passiert. Du bist stets in Freude und Gelassenheit. Das Einzige, was zwischen dir und deiner Freude steht, ist ein simpler Fakt. Du hast deinen Gedanken und Emotionen erlaubt, Anweisungen von außen statt von innen anzunehmen. Unser Bewusstsein ist nicht nur an einem Ort. Jede Zelle des Körpers hat eine eigene Intelligenz. Das Gehirn sitzt zwar im Kopf, aber das Bewusstsein ist überall. Wenn du die Wände der Falschheit zerstörst, die du aufgebaut hast, dann wird alles eins. Die wahren menschlichen Fähigkeiten zeigen sich nicht im Wettkampf. Die wahren menschlichen Fähigkeiten zeigen sich nur in absoluter Entspannung. Dein Kopf, dein Körper arbeiten am besten, wenn du voller Freude und Ruhe bist, verbunden mit dir selbst. Solange du nicht die richtigen Dinge tust, werden die richtigen Dinge nicht zu dir kommen. Um das Ultimative zu erleben, musst du bereit sein, deine selbstgesteckten Grenzen deiner Individualität aufzugeben. Du musst bereit sein, dich aufzulösen. Dieser Zustand der ungebundenen Freiheit ist ein Zustand der Einheit mit Shiva. Ein unbeschreiblicher Ort, fern von jeder physischen Erfahrung. Fern von jeder imaginativer Spekulation. Fern von jedem konzeptionellen Verständnis. Alles, was dir jemals passiert ist, hast du in deinem Inneren erfahren. Licht und Dunkelheit, Schmerz und Befriedigung, Verzweiflung und Freude, all das passiert in dir drin. Wenn jemand deine Hand berührt, dann denkst du, dass du gerade die Hand dieser Person erfühlst. Aber im Grunde genommen nimmst du nur deine eigene Hand wahr. Jede Erfahrung findet in dir drinnen statt. Jede menschliche Erfahrung ist zu 100% selbst erschaffen. Ruhe und Frieden sind keine Dinge, die du am Ende deines Lebens erhältst. Sie sind die Basis deines Lebens. Zu reagieren ist Sklaverei. Verantwortlich sein ist Freiheit. Jeder Samen hat die große Bürde, sich selbst zu verlieren, die eigene Sicherheit und Integrität aufzugeben und angreifbar zu werden durch alles, was im Äußeren ist. Aber ohne diese Angreifbarkeit, ohne diese Gebrechlichkeit, ohne das Zerbrechen der Schale, könnte kein Leben entstehen. Keine Grenzen, keine Lasten. Das ist der Wendepunkt im menschlichen Bewusstsein, das stattfinden muss. Sobald das geschieht, fängt das Universum nicht an, für dich zu arbeiten. Stattdessen wirst du zum Universum. Das ist keine Transzendenz, sondern Heimkehr. Liebe hat nichts mit anderen zu tun. Es geht immer nur um dich selbst. Es ist ein Weg des Seins.
Es bedeutet, dass du Süße in deine Emotionen verlagert hast. Wenn ein Geliebter in ein anderes Land zieht, könntest du ihn dennoch lieben? Du könntest. Wenn dein Geliebter sterben würde, könntest du ihn dennoch lieben? Du könntest. Selbst wenn ein Geliebter nicht mehr physisch bei dir ist, würdest du ihn immer noch lieben können. Also, was ist dann Liebe? Es ist nur deine eigene Qualität. Du hast nur die andere Person bei dir als einen Schlüssel, um das zu öffnen, was tief in dir schon da ist. Ich habe gelernt, einen Raum zwischen meinen Gedanken und meinen Handlungen zu kreieren. Genauer gesagt, zwischen meinen Gefühlen und meinen Reaktionen. Das ist extrem wichtig. Ohne das wird das Leben wie eine Achterbahnfahrt sein. Wie kannst du eine alte Seele werden? Nur indem du die Vergangenheit trägst, ist es nicht so? Wenn du 60 Jahre der Last mit dir herumträgst, dann bist du 60 Jahre alt. Wenn du gar nichts mit dir herumträgst, dann bist du ein Neugeborenes. Der physische Körper entwickelt vielleicht Einschränkungen, aber die Art, wie du bist, hat keine Einschränkungen. Du bist nur so und so viele Jahre alt, einfach nur, weil du so viele Jahre an Müll mit dir herumträgst. Der ganze spirituelle Prozess ist nur das, dich für den nächsten Schritt zu öffnen, ohne zu wissen, wo er dich hinführt. Wenn du dafür nicht bereit bist, dann bist du auch nicht bereit für neue Möglichkeiten. Verwirrung ist ein guter Zustand. Es bedeutet, dass du permanent am Schauen bist. Menschen fragen mich oft, wieso verwirrst du uns so sehr? Ich will, dass ihr versteht, dass Verwirrung zeigt, dass ihr nicht wisst. Wenn ihr fanatisch seid, dann seid ihr nicht verwirrt. Und wenn ihr realisiert, dann seid ihr nicht mehr verwirrt. Zwischen Ignoranz und Erleuchtung liegt eine schmale Grenze. Aber dennoch sind die Welten voneinander entfernt. Tod ist eine Fiktion, erschaffen von den Leuten, die ihr Leben in totaler Unbewusstheit leben. Es gibt nur eines, das Leben selbst. Es wandert von einer Dimension zur nächsten Dimension. Sie haben es uns für lange Zeit versprochen, in jeder Kultur, dass sie uns zum Himmel führen. Sie haben uns den Himmel versprochen, weil sie die Erde zu einer Hölle machen. Umso mehr du versuchst, besonders zu sein, umso mehr wirst du dich verletzen. Sei einfach, verschmelze und werde Teil des Windes um dich herum, der Erde um dich herum und werde Teil von allem. Du bist hier nur für eine kurze Zeit. Wenn du schon hier bist, wo niemand auf dich treten kann, lass deinen Schutzpanzer fallen. Die schönsten Momente im Leben sind es, wenn du Freude ausstrahlst, nicht wenn du danach suchst. Wenn sie sich der Veränderung widersetzen, widersetzen sie sich dem Leben. Das Zeichen für Intelligenz ist, dass man sich ständig fragt. Idioten sind immer todsicher in jeder verdammten Sache, die sie in ihrem Leben machen. Welches Essen du isst, wie viel du davon isst, wie du es isst, es von einem Zwang zu einem bewussten Prozess zu verwandeln, das ist die Essenz des Fastens. Was du die Erschaffung nennst, ist nur Energie. Alles ist im Grunde dieselbe Energie. Jede Freude und Ruhe, die du in deinem Leben so schätzt, ist so fragil, da du sie von deiner äußeren Situation abhängig machst. Deswegen versuchen die meisten von uns, eine perfekte äußere Situation zu erschaffen, was schlichtweg unmöglich ist. Kein lebender Mensch war jemals dazu in der Lage, eine perfekte äußere Situation zu erschaffen, weil wir unsere Umwelt nicht zu 100% kontrollieren können, egal wie bewusst jemand ist. Yoga zum Beispiel fokussiert sich auf die innere Welt. Wenn du deine perfekte innere Welt erschaffst, dann ist es egal, was mit deiner Umwelt passiert. Du bist stets in Freude und Gelassenheit.
Das Einzige, was zwischen dir und deiner Freude steht, ist ein simpler Fakt. Du hast deinen Gedanken und Emotionen erlaubt, Anweisungen von außen statt von innen anzunehmen. Unser Bewusstsein ist nicht nur an einem Ort. Jede Zelle des Körpers hat eine eigene Intelligenz. Das Gehirn sitzt zwar im Kopf, aber das Bewusstsein ist überall. Wenn du die Wände der Falschheit zerstörst, die du aufgebaut hast, dann wird alles eins. Die wahren menschlichen Fähigkeiten zeigen sich nicht im Wettkampf. Die wahren menschlichen Fähigkeiten zeigen sich nur in absoluter Entspannung. Dein Kopf, dein Körper arbeiten am besten, wenn du voller Freude und Ruhe bist, verbunden mit dir selbst. Solange du nicht die richtigen Dinge tust, werden die richtigen Dinge nicht zu dir kommen. Um das Ultimative zu erleben, musst du bereit sein, deine selbstgesteckten Grenzen deiner Individualität aufzugeben. Du musst bereit sein, dich aufzulösen. Dieser Zustand der ungebundenen Freiheit ist ein Zustand der Einheit mit Shiva. Ein unbeschreiblicher Ort, fern von jeder physischen Erfahrung. Fern von jeder imaginativer Spekulation, fern von jedem konzeptionellen Verständnis. Alles, was dir jemals passiert ist, hast du in deinem Inneren erfahren. Licht und Dunkelheit, Schmerz und Befriedigung, Verzweiflung und Freude, all das passiert in dir drin. Wenn jemand deine Hand berührt, dann denkst du, dass du gerade die Hand dieser Person erfühlst. Aber im Grunde genommen nimmst du nur deine eigene Hand wahr. Jede Erfahrung findet in dir drinnen statt. Jede menschliche Erfahrung ist zu 100% selbst erschaffen. Ruhe und Frieden sind keine Dinge, die du am Ende deines Lebens erhältst. Sie sind die Basis deines Lebens. Zu reagieren ist Sklaverei. Verantwortlich sein ist Freiheit. Jeder Samen hat die große Bürde, sich selbst zu verlieren, die eigene Sicherheit und Integrität aufzugeben und angreifbar zu werden durch alles, was im Äußeren ist. Aber ohne diese Angreifbarkeit, ohne diese Gebrechlichkeit, ohne das Zerbrechen der Schale könnte kein Leben entstehen. Keine Grenzen, keine Lasten. Das ist der Wendepunkt im menschlichen Bewusstsein, das stattfinden muss. Sobald das geschieht, fängt das Universum nicht an für dich zu arbeiten. Stattdessen wirst du zum Universum. Das ist keine Transzendenz, sondern Heimkehr. Liebe hat nichts mit anderen zu tun. Es geht immer nur um dich selbst. Es ist ein Weg des Seins. Es bedeutet, dass du Süße in deine Emotionen verlagert hast. Wenn ein Geliebter in ein anderes Land zieht, könntest du ihn dennoch lieben? Du könntest. Wenn dein Geliebter sterben würde, könntest du ihn dennoch lieben? Du könntest. Selbst wenn ein Geliebter nicht mehr physisch bei dir ist, würdest du ihn immer noch lieben können. Also, was ist dann Liebe? Es ist nur deine eigene Qualität. Du hast nur die andere Person bei dir als einen Schlüssel, um das zu öffnen, was tief in dir schon da ist. Ich habe gelernt, einen Raum zwischen meinen Gedanken und meinen Handlungen zu kreieren. Genauer gesagt, zwischen meinen Gefühlen und meinen Reaktionen. Das ist extrem wichtig. Ohne das wird das Leben wie eine Achterbahnfahrt sein. Wie kannst du eine alte Seele werden? Nur indem du die Vergangenheit trägst, ist es nicht so? Wenn du 60 Jahre der Last mit dir herumträgst, dann bist du 60 Jahre alt. Wenn du gar nichts mit dir herumträgst, dann bist du ein Neugeborenes. Der physische Körper entwickelt vielleicht Einschränkungen, aber die Art, wie du bist, hat keine Einschränkungen. Du bist nur so und so viele Jahre alt, einfach nur, weil du so viele Jahre an Müll mit dir herumträgst.
Der ganze spirituelle Prozess ist nur das, dich für den nächsten Schritt zu öffnen, ohne zu wissen, wo er dich hinführt. Wenn du dafür nicht bereit bist, dann bist du auch nicht bereit für neue Möglichkeiten. Verwirrung ist ein guter Zustand. Es bedeutet, dass du permanent am Schauen bist. Menschen fragen mich oft, wieso verwirrst du uns so sehr? Ich will, dass ihr versteht, dass Verwirrung zeigt, dass ihr nicht wisst. Wenn ihr fanatisch seid, dann seid ihr nicht verwirrt. Und wenn ihr realisiert, dann seid ihr nicht mehr verwirrt. Zwischen Ignoranz und Erleuchtung liegt eine schmale Grenze. Aber dennoch sind die Welten voneinander entfernt. Tod ist eine Fiktion, erschaffen von den Leuten, die ihr Leben in totaler Unbewusstheit leben. Es gibt nur eines, das Leben selbst. Es wandert von einer Dimension zur nächsten Dimension. Sie haben es uns für lange Zeit versprochen, in jeder Kultur, dass sie uns zum Himmel führen. Sie haben uns den Himmel versprochen, weil sie die Erde zu einer Hölle machen. Umso mehr du versuchst, besonders zu sein, umso mehr wirst du dich verletzen. Sei einfach, verschmelze und werde Teil des Windes um dich herum, der Erde um dich herum und werde Teil von allem. Du bist hier nur für eine kurze Zeit. Wenn du schon hier bist, wo niemand auf dich treten kann, lass deinen Schutzpanzer fallen. Die schönsten Momente im Leben sind es, wenn du Freude ausstrahlst, nicht wenn du danach suchst. Wenn sie sich der Veränderung widersetzen, widersetzen sie sich dem Leben. Das Zeichen für Intelligenz ist, dass man sich ständig fragt. Idioten sind immer todsicher in jeder verdammten Sache, die sie in ihrem Leben machen. Welches Essen du isst, wie viel du davon isst, wie du es isst, es von einem Zwang zu einem bewussten Prozess zu verwandeln, das ist die Essenz des Fastens. Was du die Erschaffung nennst, ist nur Energie. Alles ist im Grunde dieselbe Energie. Jede Freude und Ruhe, die du in deinem Leben so schätzt, ist so fragil, da du sie von deiner äußeren Situation abhängig machst. Deswegen versuchen die meisten von uns, eine perfekte äußere Situation zu erschaffen, was schlichtweg unmöglich ist. Kein lebender Mensch war jemals dazu in der Lage, eine perfekte äußere Situation zu erschaffen, weil wir unsere Umwelt nicht zu 100% kontrollieren können, egal wie bewusst jemand ist. Yoga zum Beispiel fokussiert sich auf die innere Welt. Wenn du deine perfekte innere Welt erschaffst, dann ist es egal, was mit deiner Umwelt passiert. Du bist stets in Freude und Gelassenheit. Das Einzige, was zwischen dir und deiner Freude steht, ist ein simpler Fakt. Du hast deinen Gedanken und Emotionen erlaubt, Anweisungen von außen statt von innen anzunehmen. Unser Bewusstsein ist nicht nur an einem Ort. Jede Zelle des Körpers hat eine eigene Intelligenz. Das Gehirn sitzt zwar im Kopf, aber das Bewusstsein ist überall. Wenn du die Wände der Falschheit zerstörst, die du aufgebaut hast, dann wird alles eins. Die wahren menschlichen Fähigkeiten zeigen sich nicht im Wettkampf. Die wahren menschlichen Fähigkeiten zeigen sich nur in absoluter Entspannung. Dein Kopf, dein Körper arbeiten am besten, wenn du voller Freude und Ruhe bist, verbunden mit dir selbst. Solange du nicht die richtigen Dinge tust, werden die richtigen Dinge nicht zu dir kommen. Um das Ultimative zu erleben, musst du bereit sein, deine selbstgesteckten Grenzen deiner Individualität aufzugeben. Du musst bereit sein, dich aufzulösen. Dieser Zustand der ungebundenen Freiheit ist ein Zustand der Einheit mit Shiva. Ein unbeschreiblicher Ort, fern von jeder physischen Erfahrung,
fern von jeder imaginativer Spekulation, fern von jedem konzeptionellen Verständnis. Alles, was dir jemals passiert ist, hast du in deinem Inneren erfahren. Licht und Dunkelheit, Schmerz und Befriedigung, Verzweiflung und Freude, all das passiert in dir drin. Wenn jemand deine Hand berührt, dann denkst du, dass du gerade die Hand dieser Person erfühlst. Aber im Grunde genommen nimmst du nur deine eigene Hand wahr. Jede Erfahrung findet in dir drinnen statt. Jede menschliche Erfahrung ist zu 100% selbst erschaffen. Ruhe und Frieden sind keine Dinge, die du am Ende deines Lebens erhältst. Sie sind die Basis deines Lebens. Zu reagieren ist Sklaverei. Verantwortlich sein ist Freiheit. Jeder Samen hat die große Bürde, sich selbst zu verlieren, die eigene Sicherheit und Integrität aufzugeben und angreifbar zu werden durch alles, was im Äußeren ist. Aber ohne diese Angreifbarkeit, ohne diese Gebrechlichkeit, ohne das Zerbrechen der Schale könnte kein Leben entstehen. Keine Grenzen, keine Lasten. Das ist der Wendepunkt im menschlichen Bewusstsein, das stattfinden muss. Sobald das geschieht, fängt das Universum nicht an für dich zu arbeiten. Stattdessen wirst du zum Universum. Das ist keine Transzendenz, sondern Heimkehr. Liebe hat nichts mit anderen zu tun. Es geht immer nur um dich selbst. Es ist ein Weg des Seins. Es bedeutet, dass du Süße in deine Emotionen verlagert hast. Wenn ein Geliebter in ein anderes Land zieht, könntest du ihn dennoch lieben? Du könntest. Wenn dein Geliebter sterben würde, könntest du ihn dennoch lieben? Du könntest. Selbst wenn ein Geliebter nicht mehr physisch bei dir ist, würdest du ihn immer noch lieben können. Also, was ist dann Liebe? Es ist nur deine eigene Qualität. Du hast nur die andere Person bei dir als einen Schlüssel, um das zu öffnen, was tief in dir schon da ist. Ich habe gelernt, einen Raum zwischen meinen Gedanken und meinen Handlungen zu kreieren. Genauer gesagt, zwischen meinen Gefühlen und meinen Reaktionen. Das ist extrem wichtig. Ohne das wird das Leben wie eine Achterbahnfahrt sein. Wie kannst du eine alte Seele werden? Nur indem du die Vergangenheit trägst, ist es nicht so? Wenn du 60 Jahre der Last mit dir herumträgst, dann bist du 60 Jahre alt. Wenn du gar nichts mit dir herumträgst, dann bist du ein Neugeborenes. Der physische Körper entwickelt vielleicht Einschränkungen, aber die Art, wie du bist, hat keine Einschränkungen. Du bist nur so und so viele Jahre alt, einfach nur, weil du so viele Jahre an Müll mit dir herumträgst. Der ganze spirituelle Prozess ist nur das, dich für den nächsten Schritt zu öffnen, ohne zu wissen, wo er dich hinführt. Wenn du dafür nicht bereit bist, dann bist du auch nicht bereit für neue Möglichkeiten. Verwirrung ist ein guter Zustand. Es bedeutet, dass du permanent am Schauen bist. Menschen fragen mich oft, wieso verwirrst du uns so sehr? Ich will, dass ihr versteht, dass Verwirrung zeigt, dass ihr nicht wisst. Wenn ihr fanatisch seid, dann seid ihr nicht verwirrt. Und wenn ihr realisiert, dann seid ihr nicht mehr verwirrt. Zwischen Ignoranz und Erleuchtung liegt eine schmale Grenze. Aber dennoch sind die Welten voneinander entfernt. Tod ist eine Fiktion, erschaffen von den Leuten, die ihr Leben in totaler Unbewusstheit leben. Es gibt nur eines, das Leben selbst. Es wandert von einer Dimension zur nächsten Dimension. Sie haben es uns für lange Zeit versprochen, in jeder Kultur, dass sie uns zum Himmel führen. Sie haben uns den Himmel versprochen, weil sie die Erde zu einer Hölle machen. Umso mehr du versuchst, besonders zu sein, umso mehr wirst du dich verletzen. Sei einfach, verschmelze
und werde Teil des Windes um dich herum, der Erde um dich herum und werde Teil von allem. Du bist hier nur für eine kurze Zeit. Wenn du schon hier bist, wo niemand auf dich treten kann, lass deinen Schutzpanzer fallen. Die schönsten Momente im Leben sind es, wenn du Freude ausstrahlst, nicht wenn du danach suchst. Wenn sie sich der Veränderung widersetzen, widersetzen sie sich dem Leben. Das Zeichen für Intelligenz ist, dass man sich ständig fragt. Idioten sind immer todsicher in jeder verdammten Sache, die sie in ihrem Leben machen. Welches Essen du isst, wie viel du davon isst, wie du es isst, es von einem Zwang zu einem bewussten Prozess zu verwandeln, das ist die Essenz des Fastens. Was du die Erschaffung nennst, ist nur Energie. Alles ist im Grunde dieselbe Energie. Jede Freude und Ruhe, die du in deinem Leben so schätzt, ist so fragil, da du sie von deiner äußeren Situation abhängig machst. Deswegen versuchen die meisten von uns, eine perfekte äußere Situation zu erschaffen, was schlichtweg unmöglich ist. Kein lebender Mensch war jemals dazu in der Lage, eine perfekte äußere Situation zu erschaffen, weil wir unsere Umwelt nicht zu 100% kontrollieren können, egal wie bewusst jemand ist. Yoga zum Beispiel fokussiert sich auf die innere Welt. Wenn du deine perfekte innere Welt erschaffst, dann ist es egal, was mit deiner Umwelt passiert. Du bist stets in Freude und Gelassenheit. Das Einzige, was zwischen dir und deiner Freude steht, ist ein simpler Fakt. Du hast deinen Gedanken und Emotionen erlaubt, Anweisungen von außen statt von innen anzunehmen. Unser Bewusstsein ist nicht nur an einem Ort. Jede Zelle des Körpers hat eine eigene Intelligenz. Das Gehirn sitzt zwar im Kopf, aber das Bewusstsein ist überall. Wenn du die Wände der Falschheit zerstörst, die du aufgebaut hast, dann wird alles eins. Die wahren menschlichen Fähigkeiten zeigen sich nicht im Wettkampf. Die wahren menschlichen Fähigkeiten zeigen sich nur in absoluter Entspannung. Dein Kopf, dein Körper arbeiten am besten, wenn du voller Freude und Ruhe bist, verbunden mit dir selbst. Solange du nicht die richtigen Dinge tust, werden die richtigen Dinge nicht zu dir kommen. Um das Ultimative zu erleben, musst du bereit sein, deine selbstgesteckten Grenzen deiner Individualität aufzugeben. Du musst bereit sein, dich aufzulösen. Dieser Zustand der ungebundenen Freiheit ist ein Zustand der Einheit mit Shiva. Ein unbeschreiblicher Ort, fern von jeder physischen Erfahrung. Fern von jeder imaginativer Spekulation, fern von jedem konzeptionellen Verständnis.